am 25. Spieltag in der Landesliga Gruppe 1 war der abstiegsbedrohte FC Remscheid zu Gast beim Aufstiegskandidaten SC Kapellen. Bei sonnigem Februarwetter war der Gast aus dem Bergischen von Anfang an unter Druck. Die erste Chance für den Gastgeber in der 12. Minute. Ein Freistoß getreten von Stefan Wanneck. Und drin ist der Ball. Das frühe 1:0 für den SC Kapellen. Die beste Chance der Remscheider in Halbzeit 1 gab es in der 22. Minute nach einem Abwehrfehler. Patrick Posavec frei auf links, aber sein Schuss wird zu einer Ecke geklärt. Kapellen kombiniert sich danach öfters in aussichtsreiche Positionen, wie in der 30. Minute über Dennis Schröers und Marc Paul. Der Ball zu Lennart Ingmann und der platziert zum 2:0. Verdiente Führung für den Gastgeber. So sollte es dann auch in die Pause gehen. Der SC Kapellen führt 2:0 gegen den FC Remscheid. Die Röntgenstädter kamen verändert aufs Feld. Trainer Acazar schickte Bedri Mimeti und Moussa Touré aufs Feld. Und das zeigte Wirkung. In der 47. Minute der Ball zu Ferhat Ölker, aber Keeper Patrick Pesch klärt zu einer Ecke. Nur eine Minute später. Mimeti zeigt seine fußballerische Klasse. Ölker am Ball, aber Kapellen klärt zu einer weiteren Ecke. Aus der anschließenden Ecke entsteht ein Konter für die Gastgeber. Der FC hat zu langsam in der Rückwärtsbewegung, aber Glück, dass Nils Mecker verzieht. In der 57. Minute wieder ein Konter von Kapellen. Wieder Mecker auf rechts. Der rein, der Ball kommt zu Alexander Hauptmann und der trocken ins Tor. Das 3:0 für den SC Kapellen. Auf der anderen Seite in der 59. Minute. Touré auf Ölker, dessen Schuss stark pariert von Keeper Pesch. Die Remscheider setzen nach und der Ball ist drin, aber abseits gepfiffen von Schiedsrichter Tobias Berthold. In der 61. Minute kombiniert mal wieder Kapellen und am Ende trifft Robert Wilschrey zum verdienten 4:0. Das war viel zu einfach. Danach schaltete Kapellen runter und der FCR hatte einige gute Chancen, noch Ergebniskosmetik zu betreiben. In der 64. Minute Moussa Touré mit einem Schuss, aber kein Problem für Keeper Pesch. In der 77. Minute kommt der Ball durch auf den Freien Michele Buschemi, aber Kapellen kann nochmals zu einer Ecke klären. Dann schon die 90. Minute nochmals der FCR im Angriff. Und am Ende markiert Dustin Najdanovic das 4:1, der Ehrentreffer für die Röntgenstädter. Danach pfeift Schiedsrichter Tobias Berthold das Spiel ab. Der SC Kapellen schlägt den FC Remscheid verdient mit 4:1 in einer Partie, wo der Gastgeber klar überlegen war. Weiter geht es schon am kommenden Samstag in der Landesliga beim FSV Vohwinkel. Anstoß des Derbys ist um 16 Uhr. Am Lüntenbeck.